Christina Mausi-Lugner auf Liebesfeuerwerk folgt die Trennung nach nur 6 Monaten. Nach nur 6 Monaten haben sich Christina Mausi-Lugner und Ernst Prost getrennt. Nun verrät Lugners Ex die Gründe hinter dem Liebesaus. Christina Mausi-Lugner, 58, war jahrelang bekannt als die Frau an der Seite von Baulöwe Richard Lugner, 91. Vor wenigen Monaten wurde dann ihr neues Liebesglück mit dem ehemaligen Liquimoli-Inhaber Ernst Prost, 66, bekannt. Die beiden hatten sich erst im März auf Teneriffa kennengelernt und Mitte Mai ihre Beziehung öffentlich gemacht, jetzt folgt schon die Trennung. Seit kurzer Zeit herrschte plötzlich Funkstille, die Krisengerüchte bewahrheiteten sich nun. Lugner bestätigte gegenüber Bild.de: Ernst und ich haben uns getrennt. Lugner und Prost, blitzverliebt auf Teneriffa. Christina Lugner und Ernst Prost trafen sich auf Teneriffa und es funkte sofort zwischen den beiden. Lugner erzählte, wie sie Prost vor einem Restaurant am Strand sah und sich schnell näher kamen. Geküsst haben wir uns auch recht schnell, berichtete sie damals. Das Paar genoss seine Liebe in vollen Zügen und wurde sogar auf der Hochzeit von Richard Lugner in Wien gesichtet. Beide stellten sich ihren Familien vor, Prost hat einen Sohn und Lugner eine Tochter. Sie schwärmten noch voneinander. Ich finde ihn super sexy und sie ist wie Dynamit. Prost verrät die Beziehungskiller. Nach der anfänglichen Euphorie zogen sich die beiden aus der Öffentlichkeit zurück. Wenige Monate später macht Prost gegenüber Bild.de nun klar: Es ist schade und auch traurig. Zwei Menschen, die sich kennenlernen und lieben, und die dann feststellen, dass die Gefühle da sind, aber halt einfach nicht zusammenpassen. Der Alltag habe den Liebessturm verjagt. Bei den Gründen der Trennung macht der Millionär einen Exkurs in die Tierwelt. Wenn ich Christine und mich beschreiben würde, dann ist die Christine ein Delfin, ein äußerst bemerkenswertes, kluges Tier, auch lieb und nett. Und ich bin mehr der Adler, auch lieb und nett, aber zusammenpassen tut es halt nicht. Es habe zu große Unterschiede zum Beispiel bei Politik, Arbeit und Geld gegeben. Das sind die größten Beziehungskiller, so Prost. Während der 66-Jährige gerne Löcher in die Luft zu starrt, muss bei Lugner immer viel los sein. Allerdings sei Halligalli und Schickimicki nicht seine Welt. Beide betonen allerdings, dass sie sich im Guten getrennt haben und freundschaftlich verbunden bleiben wollen.